damit herzlich willkommen wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, und wir haben jetzt so unseren neuen Hauptauftrag, und zwar Penelopes Totentuch. So, da wollen wir jetzt mal hin. So, was steht denn da oben? Die Diebe sind noch in der Nähe von Kefalonia. Sie sind im Süden der Insel Ithaka. Sie haben Odysseus' Palast besetzt. Okay, da müssen wir also jetzt hin. Dann machen wir das natürlich. So, wir hatten doch, ich meine, ja, wir können da wahrscheinlich rüber schwimmen, aber hatten wir nicht, ein ganz kleines Kutterboot gehabt? Das stand uns irgendwo zur Verfügung, jetzt frage ich mich leider nur, wo das war. Wir hatten doch irgendwo ganz einen kleinen Kutter gehabt. Ist das der da vorne? Ja, hops mal. Nur hopse. So, hoch mit dir. Nein, stehen wollen wir nicht. Da wurde mir gerade wieder ein roter Punkt angezeigt. Okay, wir nehmen uns mal das kleine Bötchen. Ja, und dann tucken wir mal darüber. Weil ich weiß nicht, im Wasser hier, inwieweit, Kommando übernehmen, ja. Wie weit da eventuell Krokodile oder sonst so was. Odysseus auf einem winzigen Boot. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Oh ja, okay, alles klar, geht gut ab. So, in der Nähe. Da ist die Nähe, ja. Legendäre Tuch. Ah, Epena sagte die Wahrheit. Hier sind sehr viele Leute. Ich fliege noch mal ein bisschen drüber. Okay, er stand ja da, die haben das besetzt, ja? So, das sind... Oh, da vorne sind noch welche. Da ist noch ein Fragezeichen. Oh. Okay, da muss ich halt... Es sind anscheinend auch mehrere Anführer. So, und da ist jemand gefangen. Odessa. Und hier vorne ist auch noch ein Anführer, ja? So wie es aussieht. Oder ein ziemlich guter Schütze. Der sogar einen extra Namen bekommen hat. Was ist das? Ach, noch ein... Ist das ein Schatz? Okay, man kann ja doch so einiges ausspähen hier. Ein Wolf. So, sieht man von dieser Seite aus. Jetzt haben wir ein bisschen gedreht. Noch ein bisschen mehr. Okay, Wolf ist anscheinend nur einer. Okay, alles klar. Das heißt, wir werden hier vorne irgendwo anlegen. So, absteigen quasi, genau. So, die Leute sind zum Glück alle markiert. So, da vorne ist der Wolf. Der sollte uns vielleicht eventuell nicht so viele Schwierigkeiten machen. Aber die ganzen Leute, guck mal, wie viele das sind. Ich darf mich nicht erwischen lassen. So. Ich muss hier wirklich versuchen, einen nach anderen hier irgendwie auszuschalten. Ich glaube, mit allen gleichzeitig anlegen ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Pass mal auf, weißt du, was wir noch machen? Ganz kurz ins Hauptmenü. Oh. Okay, hier kann ich gerade nicht speichern. Alles klar. Na gut, ja, ich habe auch davor gespeichert, bevor ich die Aufnahme quasi begonnen habe. So, wie fangen wir hier am cleversten an? Hier vorne sind mir eindeutig zu viele. Alter. So, Ostragon Rätsel finden, das wird das da hinten sein. Hier vorne ist der Wolf.
Und da vorne soll man rein. Okay, der Wolf lässt sich also so nicht anlocken. Okay, damit habe ich gleich mehrere angelockt. Das ist vielleicht... Was? Ich bin dein Untertan! Au! Okay. Gut, das haben wir auch noch geschafft. Wir mussten uns zum Glück nicht mit alle gleichzeitig anlegen. Also die haben jetzt keinen Alarm geschlagen, sag ich mal. Was zu unserem Vorteil ist. Der da oben sieht uns nicht. Bei denen können wir uns eventuell anschleichen, hoffe ich. Ich habe so lange auf Kefalenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Okay. So, den haben wir auch schon aus dem Weg geräumt. Oh, falsche Richtung geschossen. Okay, ich wollte mich eigentlich nicht mit allen anlegen. Okay. So, durchsuchen wir einfach mal. Hier vorne war noch einer. So, auch du bist hinüber. Du lässt mich nicht bluten. So, auch du bist Geschichte. Okay, jetzt haben wir ja sowieso schon alles freigeräumt hier. Dann können wir jetzt auch ganz in Ruhe alles plündern. So, Schätze geplündert. So, die antike Tafel, die holen wir uns auch natürlich noch. Sehr nice. So, hier kann ich noch was durchsuchen. So, haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Da vorne sollen wir hin. Was sagt denn das noch? Ein Schatz gibt's hier noch und das Ostragon-Rätsel. Oh! Ja, lass die kämpfen. Lass doch die einfach kämpfen. Gibt's hier vorne noch irgendwas? Oh, einen Banditenbogen gefunden, okay. Aber ab Stufe 6 erst. Den können wir auch verkaufen, denke ich. So, und es gibt hier noch irgendwo eine Schatztruhe. Da unten gibt es auf jeden Fall noch was. So. Der Wolf lebt auch noch. Komm, wollen wir uns den Wolf noch mal schnappen? Einfach nur der Vollständigkeit halber her. So. So, das weiche Leder nehmen wir natürlich auch noch mit. Super. Okay, ich glaube, jetzt können wir alles hier mitnehmen. Also, das hier jedenfalls. So, ausschließen. Und wer bist du? Danke. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. So. Rennt sie jetzt alleine zurück oder wie ist das?
Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Malakas! Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Ja, aber ich kann's. Sorry. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich helfe dir. Du schaffst das alleine. Ich helfe. Zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Kassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat, der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Ja, guck mal hier, nehmen wir noch ein bisschen Olivenholz mit. So, wir haben hier noch ein Ostragon-Rätsel. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch noch finden irgendwie. Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Okay. Eskortiere? Ja, ich glaube, wir haben hier alles freigeräumt, ne? Ich meine, das war hier bestimmt ein richtig schönes Anwesen alles gewesen. Gerade wenn es von dem großen Odysseus war. Oh. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe gedacht, das war hier schon die Schatztruhe. Für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Werd erwachsen, nein. Du siehst niedlich aus. Versuch es weiter, dann schaffst du es. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist die Erste, die mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Finde deine eigene Größe. Größe birgt kein leichtes Schicksal. Ich kann dir keinen Rat geben. Größe birgt kein leichtes Schicksal. Das stimmt wohl. Das sind wohl wahre Worte. Odysseus wollte nicht in den Krieg ziehen. Und als er vorbei war, brauchte er 10 Jahre nach Hause. Er hat so viele Jahre verloren, nur weil die Götter sich eingemischt haben. Bleib zu Hause. Verbring Zeit mit der Familie. Leb dein eigenes Leben. Aber wer wird sich dann an mich erinnern? Möchtest du in Erinnerung bleiben oder glücklich sein? Darüber muss ich nachdenken. Danke. Okay. Gravur freigeschaltet. Okay. Eine kleine Odyssee. Und Stufe 6 haben wir erreicht. Yay! Wieder ein Fähigkeitspunkt. So, Schaden und Gesundheit hat sich wieder verbessert. Okay, ich würde aber trotzdem gerne noch den Schatz finden. Damit ich diesen Ort quasi vollständig abarbeiten kann. Mhm.
Warte mal, hier unten ist doch noch irgendwo was, oder? Guck mal da. Hahaha. Unser Vogel sieht alles. Unser Vogel sieht alles. So, müssen aber noch zwei Sachen sein. Einmal der Schatz und einmal die, das Ostragon-Rätsel. Ich weiß aber noch nicht genau, was das sein soll. Da ist ein Steinbock, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Guck mal, da ist noch irgendwas. Hier muss irgendwas sein. Da. Da ist, glaube ich, das Ostragon-Rätsel. Alles klar, okay. Haben wir es jetzt markiert? Dann werden wir das nochmal ganz schnell einsammeln. Ja, bevor wir nach Elpenor zurückkehren. Warte, einmal war die Truhe da oben. Dann klettern wir mal da ganz kurz hoch. So. Und jetzt das Ostragon-Rätsel. Guck mal, hier haben wir noch sehr viel zum Plündern. So, wo ist das? Irgendwo da ganz oben. Okay. Okay, komm mal hier rüber. Komm mal hier hoch, ja. Ah, super. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Und hoch mit dir. Und nochmal hoch, und nochmal hoch, und nochmal hoch. So, da müsste es sein. So, tödliche Anziehung, okay. Wenn du dich auf Odysseus Reise machst, nimm den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo er einst Athena traf. Okay. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzugewinnen und ihre Freier zu töten. Deine Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. Okay, nice. Hat man das jetzt quasi als Nebenquest eigentlich? Nein, hat man nicht. Okay. So, nach Norden. Das wird wohl hier ungefähr sein, denke ich mal. Okay, das wird wohl denn das da oben sein. Aber wir sollen ja erstmal wieder hier rüber. Und dann könnte man eigentlich mal gucken, das Brennfieber, Phoebe, empfohlene Stufe 6. Dann kann das sein, dass das immer wieder mitwächst, weil das war mal auf Stufe 4 und alles. Das könnte man ja theoretisch auch mal machen. Ich will gerne mal wissen, warum hier noch so viele Sachen noch frei sind. Und das hier, es kommt ein Schiff gefahren und hast du nicht gesehen, ja? Okay, wir gehen aber erstmal wieder nach, nach der Elpenor wieder zurück. So, die ist da hinten. Unser kleines Bötchen war, glaube ich, da vorne auf Anker. Oh, oh. Oh. Das war nicht gut. Das war keine gute Entscheidung. Ja. Achso. Da war eine Fackel im Weg. Darum konnte ich gerade nicht weiterlaufen. Wir könnten theoretisch auch rüber schwimmen. Aber, nö, warum, ja? Warum sollten wir? Wir können uns auch unser kleines Futterboot wieder schnappen und damit rüberfahren. Ui, das ist cool. So, übernehmen. Und volle Kraft voraus! Sollte umdrehen, sonst kippt das Boot. Was? So. Alles klar. Dann gehen wir noch die Quest ab und dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Folge quasi erwartet. Ja, ja. Geh mal rüber da. Danke. Oh, Entschuldigung. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Hä? Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen, so weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Militärische Ränge bedeuten mir nichts, oder ich bin Söldnerin, keine Mörderin? Militärische Ränge bedeuten mir wirklich nichts. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Achso, abgemacht, ist dieser Feldherr, den ich töte. Wer ist dieser Feldherr? Kannst du mir etwas über Megaris erzählen? Warum ich? Warum eigentlich ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Okay. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Wir wissen aber immer noch nicht, was er macht. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Ich habe ein Boot, ich habe kein Boot. Ja, wir haben ein kleines Bötchen. Also ein ganz kleines. Natürlich. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Tja, das werden wir sehen. Wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Aber mischen wir uns jetzt wieder auf irgendeiner Seite ein? Ich will mich nicht auf irgendeiner Seite einmischen. Welcher Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Gute Frage. Weil ich es bin, der dich bezahlt. Auch eine gute Antwort. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Totentuch von Penelope. Und das gibt uns natürlich wieder sehr viel XP. So, der große Bruch, neue Quest verfolgen. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Der große Bruch, können wir verfolgen? Oder auch noch nicht, mal gucken. Inventar gucken wir mal. Wir haben jetzt ein Tuch bekommen. Und zwar dieses hier, ist das besser? Es hat ein bisschen mehr Rüstung, ja. Ich finde das, was wir jetzt haben, eigentlich sehr, sehr schick. Was haben wir hier? Wir haben uns ein bisschen mehr Rüstung, aber wir haben mehr Bonus drauf. Das gefällt mir recht gut. Und hier dasselbe, ja. Das heißt, wir könnten die anderen Sachen quasi verkaufen. Banditenbogen, da haben wir, glaube ich, den Parfümer gekriegt. Die machen sogar mehr Schaden. Aber hier habe ich Attentatschaden und Giftschaden und Jägerschaden drauf. Und hier nur Kriegerschaden. Da würde ich sogar noch abwarten, bevor ich die mal austausche. Genau das gleiche wie hier. Hier haben wir zwar eine Keule, die um einiges mehr an Schaden verursacht. Aber hier haben wir einfach für mehr Bonus drauf. Darum würde ich das sogar lassen. So, was wir aber noch in dieser Folge machen ist, unsere Fähigkeit werden wir jetzt nochmal verteilen. So, wir haben jetzt zweimal schon einen Attentat reingehauen. Was extrem gut ist. Ich würde aber eventuell gerne noch ein paar Fähigkeiten freischalten. Zum Beispiel genau wie das Kicken. So, das packen wir uns einfach auf Y. Na? Guti. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, haut rein. Tschüss, euer Bumble. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home.
You shall never step foot out of your own village. To dare and travel the world. You shall live a small, tedious life. In the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger. To fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.